Hallo, ich bin der Marco Beck. Es ist Mitte Januar und ich muss unbedingt mal wieder fischen gehen. Ich bin hier an der Havel. Normalerweise fange ich hier schöne Rotaugen und die Brassenangelei ist erst wieder im Frühling hier interessant, weil die Brasse, die hat sich in die Seen zurückgezogen und überwintert, während die Rotaugen doch im Winter relativ gut fressen. Was hier heute passiert, weiß ich nicht. Ich lasse mich überraschen. Jeder Tag ist anders und von daher wollen wir heute mal ein bisschen was über das Fiederangeln zeigen. Die Entfernung beim Fiedern. Es gibt die Möglichkeit, über den Line-Clip oder Schnurclip zu arbeiten, wo man die Schnur hinterhängt. Der Nachteil an dem Line-Clip ist einfach, dass die Schnur in diesem Bereich beschädigt wird. Und wenn man die Schnur irgendwann mal schwächt, wird irgendwas passieren, und zwar, dass die Schnur reißt. Dass wir das nicht haben wollen, ist natürlich klar. Dafür benutzen wir den Powergum. Der Powergum wird als große Schlaufe gemacht und dann in den Line-Clip mit eingehangen. In diesem Fall ungefähr diese Länge als Schlaufe. An den Enden abgeschnitten. Wenn wir die gewünschte Länge gefunden haben, hängen wir den Powergum direkt hinter den Line Clip hinter, ziehen den Knoten ran und wickeln den Powergum dreimal um die Spule rum. Und wir haben jetzt den Punkt, dass wir dann bis dorthin werfen und nicht weiter. Das heißt, auch beim Einschlagen vom Futterkorb, wenn ich den abbremse, ist dieser Ruck nicht direkt auf den Line-Clip, sondern wird durch den Powergum abgefedert. Dann zum Werfen. Wichtig, um den Punkt zu haben, man muss sich drüben als Beispiel einen Baum oder irgendein Ziel suchen. Das Körbchen so weit wie möglich bis an die Spitze, die Rute ausbalanciert über den Kopf, das Ziel anversiert und einfach nur werfen. Die Rute zurückhalten, pop, und die Rute fängt den Schlag von dem Körbchen ab, wenn es am Line-Clip angekommen ist.